Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LendeTV der Tag. Heute wieder aus der Folaté Modelounge hier auf der Dornbirner Herbstmesse. Die Sendung heute mit diesen Themen. Interview mit Alex Kutzer, Geschäftsführer von den Dornbirn Bulldogs. Wie jeden Donnerstag mit dabei unser Ländle-Quiz. Und wir haben uns auf der Messe bei den Besuchern etwas umgehört. Wir beginnen heute gleich mit einer kleinen Umfrage von der 64. Dornbirner Herbstmesse. Wir wollten einfach wissen, was denn die Highlights bei den Besuchern sind. Ja, Sporthalle ist das Beste. Und wir sind da, weil es interessant ist, weil die Leute treffen kann und ja. Wir haben da wieder was schauen, da wächst ein Bett. Also Matratzen eher, oder? Einfach informieren. Informieren. Oder? Also ich bin heute auf der Dornbirner Messe, um Leute zum Treffen, und am besten gefallen mir die Autos. Also ich schaue mir gern Schmuck an, weil ich früher mit Schmuck ein bisschen gearbeitet habe. Und es ist eigentlich ganz toll, die Vielfalt und die Farbenpracht, die auf den Ständen und auf den Märkten sind. Also es ist ganz was Tolles. Wir haben Karate-Vorführung gehabt und ein bestes Sportzelt. Und Skisprungschanze. Dass man Menschen trifft, was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Das Highlight ist eigentlich rund ums ganze Ambiente, möchte ich sagen. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Aktuellsten vom Tag. Vorarlberger sind Topverdiener in Österreich. Das geht aus den neuesten Zahlen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger hervor. Das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen der Angestellten und Arbeiter liegt bei 2.354 Euro. Einzig die weiblichen Angestellten liegen unter dem Österreich-Schnitt. Vorarlbergs Frauen verdienen im Durchschnitt 1.091 Euro weniger als die männlichen Angestellten und Arbeiter. Nicht berücksichtigt ist hier allerdings das Ausmaß der Beschäftigung. Neuerung für Vorarlbergs Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Die Frühpädagogen dürfen ab sofort nicht mehr von den Gemeinden zur Grundreinigung verpflichtet werden. Hochqualifizierte und vom Land mit 90% subventionierte Fachkräfte werden für Putzdienste zweckentfremdet, kritisiert Grünen-Abgeordnete Katharina Wiesflecker, die ihren Angaben zufolge gängige Praxis. Nun könnten sie sich in den ihnen zur Verfügung stehenden Stunden ausschließlich der Arbeit für die Kinder widmen, so Wiesflecker. Und Kampfpanzer rammte Lieferwagen. In der Nähe von Chur in der Ostschweiz hat ein Panzer des Typs Leopard heute Morgen einen Lieferwagen gerammt. Eine Panzerkolonne musste aufgrund einer Baustelle eine andere Route nehmen. Die Armee regelte den Verkehr, ein Lieferwagen wurde dabei aber übersehen und es kam zur Kollision. Die drei Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden. Soweit das Aktuellste aus Vorarlberg und wie jeden Donnerstag geht es jetzt bei uns weiter mit unserem Ländle-Quiz. Letzte Woche war die richtige Antwort die Ruine Neuburg und gewonnen hat der Matthias Linz aus Frastanz. Wir gratulieren, er gewinnt einen Umma-Kummer-Gutschein im Wert von 100 Euro. Zur Verfügung gestellt von der Wirtschaft am Kummer. Ja, und heute haben wir natürlich das nächste Ländle-Quiz. Gut aufpassen und raten Sie mit, was das denn sein könnte. Die Geschichte des heute gesuchten Objektes lässt sich nur bruchstückhaft nachvollziehen. In der Emser Chronik von 1616, verfasst vom Hauslehrer der Grafen von Ems, Georg Schlee, wird das Gebäude nicht erwähnt, obwohl sonst alle bedeutenden Gebäude in der Kummenberg-Region Erwähnung finden. Im Zuge der Renovierung ab dem Jahre 2001 wurden Holzbalken mithilfe der Dendrochronologie untersucht. Das Felldatum der für den Bau verwendeten Eichenstämme liegt demnach zwischen 1582 und 1584. Das Jahr 1584 scheint somit als Baubeginn belegt. Es dürfte dann allerdings bald zu einer Bauunterbrechung gekommen sein. Erst etwa um 1595 wurde der Bau dann fortgesetzt. Die Gestaltung des Festsaales im zweiten Stockwerk mit einer prachtvollen Holzdecke und Wandtäferungen dürfte dann sogar erst rund 50 Jahre nach dem Spatenstich des Baus abgeschlossen worden sein. Seit der Renovierung bietet das Objekt ausgiebig Platz für Lesungen, Kammerkonzerte, Ausstellungen, Seminare, Tagungen und andere Veranstaltungen. Und erraten? Wenn ja, dann schicken Sie uns Ihre Lösung mit Ihren Kontaktdaten an unsere E-Mail-Adresse studio@laendletv.com. Und bei uns geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Marc Gechter und einem Interviewpartner. Ja, wir sind hier mitten im Messegeschehen. Morgen ist es soweit, dann startet der Dornbirner Eishockey Club in die neue Saison. Bei uns jetzt der Geschäftsführer Alex Kutzer. Servus Alex. Hallo, grüße. Morgen ist es soweit, es geht los, die erste Saison in der Erste Bankliga. Die Vorfreude wahrscheinlich riesengroß. Ist das schon morgen? Das waren wir noch gar nicht bewusst. Nein, nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich sehr auf morgen und sind startklar, denke ich. Wie blickt man dem ersten Spiel entgegen? Ho. Eine Mischung aus
in die Hose scheißen, am liebsten wegrennen und doch hoffe ich alles richtig gemacht haben, dass die Fans tolles Eishockey gesehen. Letzte Frage, Alexander Kutzer, für morgen. Gibt es noch Tickets? Sind noch freie Plätze verfügbar? Es gibt noch Tickets hier im Vorverkauf an der Abendkasse und wir haben die Halle so konstruiert, dass wirklich, ich denke, alle Fans, die rein möchten, reinkommen. Aber ich würde nicht erst 5 Minuten vor dem Spiel kommen, das würde ich jetzt nicht. Super, wünsche euch viel Erfolg morgen und viel Glück für das erste Heimspiel. Danke. Soweit also Alexander Kutzer, Geschäftsführer des Dornbirn Eishockey Clubs. Morgen geht's los, Eishockey in Dornbirn und bei uns geht's mit dem Sport weiter. Der Sport wird Ihnen präsentiert von FF Fleischwaren Hohenems. Heimischer Genuss garantiert ohne Geschmacksverstärker, Gluten und Laktose. Fußballspielen für einen guten Zweck heißt es morgen in Lustenau. Im Reichshofstadion steigt am Freitag ein Benefizspiel zugunsten des schwererkrankten Ex-Profis Peter Pawlowski. Der Ankick zum Promispiel mit ehemaligen Mannschaftskollegen erfolgt um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr duelliert sich dann Austria Lustenau in einem Testmatch mit dem Bundesligisten Wacker Innsbruck. Und für Tennisspieler Julian Knowles sind die US Open in New York vorzeitig beendet. An der Seite des Slowaken Filip Polasek musste sich der Harder im Doppelviertelfinale dem Duo Leander Paes und Radek Stepanek mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Vielen Dank an meinen Kollegen Marc Gechter. Das war's aus der Welt des Sports. Und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Bioland versus Ökoland. Welches landwirtschaftliche Konzept ist der richtige Weg in die Zukunft? Eine neue Studie belegt, vollzeitbeschäftigte Frauen in Vorarlberg verdienen rund ein Drittel weniger als Männer. Dafür gibt es mehrere Gründe. Und nach 8 Jahren Abstinenz ist das Ländle im Eishockey wieder erstklassig. Die Fans der Dornbirn Bulldogs sind heiß auf das erste Heimspiel gegen den Villacher SV im Messestadion. Das war's auch schon wieder von Ländle TV der Tag. Heute wieder aus der Fuller Team Modelounge hier auf der Dornbirner Herbstmesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bei uns geht's jetzt noch weiter mit dem aktuellsten Wetter. Ich sag tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den 2 neuen Fresh-Radlern von Vorarlberger. In der heutigen Nacht ist es meist nur leicht bewölkt. Im Bodenseeraum und dem Rheintal kann sich Nebel oder Hochnebel ausbreiten. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Morgen ist es in weiten Teilen Vorarlbergs den ganzen Tag sonnig und oft sogar wolkenlos. Im Bodenseeraum und im Rheintal kann am Morgen und vormittags aber Nebel oder Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Meter vorhanden sein. Auch in den Bergen gibt es nur einzelne Wolkenfelder, ansonsten aber viel Sonnenschein. Die Tiefstwerte in Vorarlberg am Freitag 7 bis 12 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Am Samstag gibt es ein herrliches Spätsommerwetter, blauer Himmel und Sonne pur. Die wenigen Nebelfelder über den Niederungen sollten sich vormittags lichten. Die Tiefstwerte am Samstag 7 bis 14 Grad, die Höchstwerte liegen in Vorarlberg bei 22 bis 24 Grad. Auch am Sonntag wird es richtig schön, am Nachmittag kommen nur ein paar Haufen Wolken über den Bergen auf und auch am Montag bleibt es heiter bei Temperaturen von 17 bis 24 Grad.